Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir alle sind energetische Wesen, die aus Partikeln und Atomen bestehen, die zusammenkommen, um unser materielles Wesen zu manifestieren. Aus diesem Grund haben unsere Energiewirbel oder Chakren die Fähigkeit, die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden unseres physischen und emotionalen Selbst zu verändern. Vielleicht hast du noch nie etwas von Chakren gehört. Vielleicht bist du aber auch ein spiritueller Meister. In jedem Fall kannst du diese Zentren nutzen, um deinen Geist, Körper und deine Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Am besten fängst du damit an, wenn du weißt, welches deiner Chakren unausgeglichen ist. Wenn ein Chakra entweder zu viel oder zu wenig arbeitet, wirkt sich das auf unsere körperliche und geistige Gesundheit aus. Welche Anzeichen gibt uns unser Körper also, wenn diese Zentren aus dem Gleichgewicht geraten? Nun, ich bin froh, dass du fragst. Hier sind 7 Anzeichen, dass deine Chakren unausgeglichen sind. Nummer 1. Wurzelchakra. Es befindet sich an der Basis der Wirbelsäule. Wenn du ein Ungleichgewicht in diesem Chakra hast, wirkt sich das auf deine Beine und Füße aus. Es kann außerdem zu Essstörungen, Magenverstimmungen und einer Verschlechterung deines Immunsystems führen. Auf geistiger Ebene kann es dazu führen, dass du das Gefühl hast, dass du keinen Sinn und keine Stabilität hast. Und in einigen Fällen kann es dazu führen, dass du deine Fähigkeit verlierst, mit anderen in Kontakt zu treten. Nummer 2. Sakralchakra. Es befindet sich in deinem Unterbauch. Ein Ungleichgewicht in diesem Bereich führt zu Nierenproblemen, Fortpflanzungsproblemen, Schmerzen im unteren Rücken, Hüftschmerzen, Beckenschmerzen, Problemen beim Wasserlassen und sogar zu sexuellen Problemen. Im emotionalen Bereich fehlt dir die Fähigkeit, deine Emotionen auszudrücken. Nummer 3. Solarplexus Chakra. Es befindet sich in der Magenregion. Ein Ungleichgewicht in dieser Region wirkt sich auf die Leber aus und verursacht Müdigkeit, Diabetes, Gallenblasenprobleme und Bluthochdruck. In deinem Geist führt es zu Angst vor Ablehnung und einem sehr geringen Selbstwertgefühl. Nummer 4. Herzchakra. Es befindet sich in der Region des Herzens. Wenn diese Region aus dem Gleichgewicht geraten ist, treten Herzprobleme, chronische Bronchitis, Brustschmerzen, Schmerzen im oberen Rücken und Asthma auf. In Bezug auf den Geist könnte es zu Depressionen oder Problemen in Beziehungen kommen. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 5. Halschakra. Es befindet sich in deinem Hals. Wenn in diesem Bereich ein Ungleichgewicht auftritt, kann es zu Geschwüren, Zahnproblemen, Schilddrüsenproblemen und chronischen Halsentzündungen kommen. Es könnte dir schwerfallen, mit anderen zu kommunizieren und du könntest das Gefühl haben, dass du keine Kontrolle über dein Leben hast. Nummer 6. Stirnchakra. Es befindet sich zwischen den Augen. Du wirst extrem intensive und stechende Schmerzen im Kopf haben und es kann sogar zu Anfällen oder Hörverlust kommen. Verschwommenes Sehen und hormonelles Ungleichgewicht sind ebenfalls häufige Anzeichen für ein unausgeglichenes Stirnchakra. Auf geistiger Ebene kannst du die Fähigkeit verlieren, dich zu konzentrieren und du hast vielleicht das Gefühl, dass deine Intuition verschwunden ist. Nummer 7. Kronenchakra. Das Kronenchakra befindet sich auf der Spitze des Kopfes. Ein Ungleichgewicht im Kronenchakra kann deine geistige Stabilität beeinträchtigen, Probleme mit deinen Sinneszentren verursachen und dich am Lernen hindern. Auf emotionaler Ebene beeinträchtigt es deine Grundüberzeugungen, führt zu Verwirrung und macht dir Angst vor dem Alleinsein. Hattest du schon einmal ein unausgeglichenes Chakra? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.